So, willkommen zurück. Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind immer noch im Kampf gegen eine fette Spinne, die enorm viel Schaden macht. Und die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen einheizen hier. Todesstoße erstmal drauf da. Zauber. Feuer 2. Beschwörung. Ifrit. Ja, das ist doch zumindest ein bisschen Schaden hier. Probier es nochmal mit Todesstoß. Ja, kommt mein Dickerchen wieder angeflitzt. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf meine Magiepunkte achten. Au. Yay. Au. Du alle Koksnutte. Nein, 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 ich schon. Sehr gut, ich dachte schon wieder auf Cloud. So, jetzt geben wir ihm den Gnadenstoß. Ja, wundervoll. Schon leicht frech, dieses Viech, für die bisschen Erfahrungspunkte, die er mir gibt. Objekte. Nee, wir nehmen die normalen Tränke. So. Sieht schon wieder ein bisschen besser aus hier. Gut, es geht weiter in den nächsten Abschnitt. Scheiß auf die Kisten. Ich habe keinen Bock mehr auf Kämpfe. Dieser Krieger hat ganz allein die Höhle durchquert. Bekämpfte einen Angreifer nach dem anderen. Opa, dieser Krieger. Wir sind fast da. So, und auf die letzten 2 Meter Kampf. Nein, doch nicht Glück gehabt. Das ist aber ein nettes Gesicht. Was ist das? Opa, ist er nach dem Tod die Geister der Gi wie stehende Luft? Das ist nicht möglich. Nee, ein Trollo-Smiley. Gut, oder nicht? Zauber, Feuer, Zwerg, Angriff auf fetten Typen da drüben. Beschwörung, Chocomok, Ramu, nee. Zauber Eis 2, würde ich sagen. Zauber, nee. Beschwörung, Shiva, das sieht gut aus. Oh, null Schaden hat das gemacht, das ist auch gut. Ah ja, ist ja auch immun gegen Feuer. Ist ja sehr gut. Probieren wir es mal mit Eis. Mal gucken, ob das was bringt. 413. Yay, cooler Kram. Und nochmal ein Diamantstaub hinterher. Zwerg. Ah, kleiner Moment mal. Er ist auch voll der Untote, ne? Mal gucken, was der zur Heilung sagt. Habe ich hier auch Analyse oder so? Nee. Probier es jetzt einfach mal. Ich will nur einen davon angreifen. Na gut. I. Au, jetzt hier Magie oder Lebenspunkte sind das da? Oh, das sind Lebenspunkte, die er klaut. Feuer 2. Aua. Oh, heilt sich selber natürlich. Sehr intelligent. Eine Beschwörung, Shiva. Mal gucken, ob Leben was bringt auf die. Das wäre ja voll lustig. Ja, habe ich mir doch gedacht. Macht nämlich auch mega Schaden. Dann probieren wir es auch mal mit Leben auf den guten, auf den fetten. Vielleicht bringt das auch nochmal was. Mal kurz Leben drauf. Zauber, Eis. Wir brutzeln da weiter mit Eis drauf. Zauber, Blitz. Nee, Beschwörung. Ah, Shiva kann ich nicht mehr. Okay, Feintechnik.
Dann mal hier Todesurteil, das bringt nichts. Zauber, Blitz, Beben. Mm. Ja! Ich dachte es mir doch. Ah, ist das geil. Herrlich. So einfach kann ein Bosskampf sein. Und einen Omni-Stab bekommen, der ist für Eris. Danke, Cloud. Wegen dir haben wir überlebt. Nanaki, du bist stark geworden. Oh ja? Jetzt weiß ich, dass es kein Fehler war, dich hierher zu bringen. Komm, ich will dir was zeigen. Genau da drüben. Aber vorher sammle ich die ein. Schwerkraft. Hm, cool. Super. Voll krass gut kombiniert, würde ich mal sagen. Hätte man auch schneller haben können. Das ist... Der Krieger, der gegen Gi kämpfte. Ich ließ keinen durch in den Cosmo Canyon. Aber er konnte nie wieder zur Stadt zurückkehren. Schau, Nanaki. Schau deinen Vater an, den Krieger Seto. Das ist Seto? Seto kämpfte weiter gegen den Stamm der Gi, um diesen Canyon zu beschützen. Selbst nachdem die vergifteten Pfeile der Geist seinen Körper in Stein verwandelten, selbst nachdem sie alle geflohen waren, beschützte Seto uns weiter. Und er beschützt uns noch immer. Noch immer? Du dachtest, er sei ein Feigling gewesen, der wegrannte. Doch er allein riskierte sein Leben, um Cosmo Canyon zu beschützen. Das ist dein Vater, Seto. Das ist Seto? Wusste Mutter das? Sie wusste es. Beide nahmen mir das Versprechen ab, diese Höhle verschlossen zu lassen. Sie baten mich, sie selbst zu versiegeln und keine Menschenseele etwas davon zu erzählen. Sie sagten, wir sollten die Existenz dieser Höhle vergessen. Cloud, könntest du uns alleine lassen? Na klar, ich bin den ganzen Weg hierher gelaufen, nur um dann wieder wegzugehen. Danke. Nanaki, ich möchte, dass du deine Reise mit Cloud und den anderen fortsetzt. Opa! Hör zu, Nanaki. Cloud sagt, sie versuchen den Planeten zu retten. Im Ernst, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Selbst wenn sie jeden Reaktor auf diesem Planeten ausschalten, wird das Unvermeidliche noch nur herausgezögert. Selbst wenn ihr Sephira stoppt, wird alles zugrunde gehen. Aber Nanaki, ich habe in letzter Zeit nachgedacht. Ich dachte, wenn da irgendwas wäre, was wir tun könnten, als Teil des Planeten, etwas um der Welt in Not zu helfen. Egal was passiert, es ist wichtig, dass wir es wenigstens versuchen. Aber oder hoffe ich nur gegen besseres Wissen? Nein, ich bin zu alt, um etwas zu tun. Dieses Jahr werde ich 130. Hohoho. Darum musst du mit ihnen gehen, Nanaki, um meinetwillen. Opa... Ich wollte dir deinen richtigen Vater zeigen, bevor du gehst. Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist, solange ich noch lebte und dir dies zeigen konnte. Opa, red nicht so. Ich möchte nicht über ein Leben ohne dich. Nun, ich hatte ein langes Leben. Opa, du musst leben. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde sehen, was mit dem Planeten geschieht und dann komme ich zurück und erzähle dir alles. Nanaki...
Ich bin Anaki von Cosmo Canyon, der Sohn des Kriegers Seto. Ich werde als Krieger zurückkommen, der meinen Namen eine Ehre macht. Also bitte, Opa. Das ist Setos... Seto... Seto... Vater... Der Buggy ist repariert. Wir können jetzt gehen. Sollen wir losgehen? Also, das ist es. Red 13. So spielt das Leben. Manchmal bist du ganz nützlich. So, wir nehmen Barrete mit. Und der Rest kann nicht mal. Nein, okay. Ach ja, wieso eigentlich nicht? Dum, dum, dum. Nehmen wir mal die nervige Katze mit. So ein Shit hier aber auch. So, das brauchen wir hier nicht mehr, diese doofe Hilfestellung. Dann gehen wir uns nochmal ganz kurz reparatieren, bevor wir mit dem Buggy weiter können. Na los, mach ich. Willkommen im Schildra Inn. Es kostet 100 Gil pro Nacht. Ja, gerne. Träumen wir Schönes. Spannend. Oh, und da sind wir auch schon wieder wach. Irgendjemand muss auf der Couch gepennt haben. Hier sind nur zwei Betten. Jo, dann sind wir wieder voll ausgerüstet, voll motiviert. Alles ist gut. Dann wollen wir mal weiter. Warte auf mich, ich komme mit. Hm? Juiuiui, mir ist bisher noch keinem aufgefallen, dass ich schwebe. Guck mal, ich habe keine Füße. Cloud, pass auf Nanaki auf. Was passiert? Ich glaube, ich bin ein etwas erwachsener geworden, das ist passiert. Wuff, wuff. Komm zurück, wenn du mein Wissen brauchst. Aber gerne, Großvater. So, dann wollen wir hier jetzt erstmal ein bisschen das PAS ändern. Weil mit Skatesis kann ich einfach nichts anfangen. Materia, der hat doch sicherlich wieder seine ganze Materia verloren. Nee, hat er nicht, sehr gut. Schwerkraft. Jo, her damit. So, komm mal her, Buggy. Brumm. Jo, dann fahren wir mal hier weiter. Ring, ring. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich hier gerade fahre? Ja, das ist eindeutig der richtige Weg. Ui. Setz fett krass fight, ja. Komm, hier, Todesstoß. Ciao, ma. Mist. Na gut. Machen wir's auf die allseits beliebte Art und Weise. Wir prügeln einfach drauf ein. Brapp. Ja, einfach drauf da. Kling. Einmal Reißzahn auf einen Hund. Oh, und Jim Kazam. Kopfnuss. Schwer im Bauch. Kanonenkugeln. Salto-Attacke. Hier, schluck eine Granate. Ich habe davon eine ganze Menge. Und zwar unendlich viele. Jui, 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 jui. Bam. Katabum, Explosion. Ba, ba, ra, ba, ba.
Cooler Kram. Red erreicht Stufe 25. Ich habe eine Luchilnuss bekommen. So. Ja, ich fahre jetzt nochmal ein bisschen hier drauf los. So, bevor ich da jetzt reinkomme, speichere ich am besten noch einmal kurz. Und dann haben wir erstmal einen kleinen Cut vor der Nase. Katzim. Also, bis gleich. Ciao. Also, bis morgen. Tschüss.